bringen wir es zu Ende. Schon wieder. Das dürfte mich näher an das Kunstwerk bringen. Mist! Ich sollte vorbeischleichen. Geschafft. Hoffentlich war es das erstmal mit diesen Dingern. Beide zerstört. Das dürfte funktioniert haben. Zurück zum Theater. Mal sehen, ob ich reinkomme.
muss hier irgendwo sein. Sie wagen es, meine Ferke zu zerstören. Glauben Sie, ich beuge mich? Genau wie Sie. Sie dachten, Sie könnten mich zu etwas formen, was ich nicht bin. Was Sie hier erschaffen haben, ist atemberaubend. Sie haben es vergeudet, weil Sie keine Fantasie hatten, weil Sie keine Künstler sind. Sie wollen mich kontrollieren, mich manipulieren und Sie wollen mich aufhalten. Aber Sie haben versagt, denn mit der Macht des Kerns kann ich auf ewig Kunst erschaffen. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unreifer Grünschnäbel zu beugen. Keine Ablehnung mehr durch plumpe Einfallspinsel. Endlich habe ich die Freiheit, das zu sein, was ich immer war. Ein Künstler. Und mir steht die beste Leinwand aller Zeiten zur Verfügung. Endlich wird der Name Stefano Valentini in aller Munde sein. Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Diese Jagd war unterhaltsam. Aber selbst die beste Unterhaltung muss einmal enden. Das Mädchen, wo ist sie? Ein Lob, dass Sie es so weit geschafft haben. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform, wären Sie ein Meister. Vielleicht kein Michelangelo, aber mindestens ein... Genug von diesem Kunstmist! Wo ist sie? Der Kern ist sicher bei mir. Ich habe sie auf seinen Befehl mitgenommen. Aber seit ich das Ausmaß ihrer Kräfte kenne, wie könnte ich sie da gehen lassen? Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Er könnte das niemals verstehen. Er? Wer ist er? Unwichtig. Er wird nicht mehr lange hier sein. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Picasso hatte seine blaue Phase. Ich bin jetzt in meiner blutroten. Scheiße! Nein! Stopp!
Erblicket meine neueste Kreation. Nein! Schön. Ein Bouquet aus Fleisch und Blut. Sie krankes Schwein! Wie kann ich das je übertreffen? Ich finde einen Weg. Ihre Furcht ist so inspirierend. Kreativität so sehr wie das Verderben der Unschuld. Sie bekommen sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Sie sind ein verständnisloser Neandertaler. In ihren Händen ist sie nutzlos. Zum Teufel ist er hin.
kommen Sie. Ich erwarte Sie. Mein nächstes Werk wird faszinierend. Die komplette Absorption Ihrer Kräfte. Die Unterwerfung Ihres Willens. Das wird Kunst in jeglicher Hinsicht. Aber was ist Kunst ohne ein Publikum? Ich brauche Sie hier, um das Werk zu vollenden. Das werden wir ja sehen. Weglaufen. Und keine Spiele mehr. Einverstanden. Sie fangen an, mich zu langweilen. Ihr Tod wird zur Kunst. Es wird Zeit für die Signatur. Das wird jetzt wehtun. Reicht mir jetzt. Stirb! Jetzt! Endlich! Wenn ich mit dir fertig bin, ist von dir nichts mehr. Alles muss man selber machen. Stirb endlich! Du bezahlst! Verstecken ist zwecklos! Blut für mich! Ich reiß dich in Stücke! Stirb endlich! Gib mir dein Blut! Wenn ich fertig bin, ist von dir nichts mehr. Alles muss man selber machen. Flucht ist zwecklos. Komposition. Dein Blut. Ich hatte noch so viel zu erschaffen.
Sie haben mein Vermächtnis zerstört. Schauen Sie nur. Sie haben ein Meisterwerk aus mir gemacht. Ich muss es festhalten. Hätte ich doch nur meine Kamera. Wo ist sie hin? Lily! Keine Angst, Schatz. Ich bin's. Papa! Nein, bist du nicht! Papa ist tot! Schatz, ich weiß, das haben sie dir gesagt. Aber das stimmt nicht. Lily, bitte. Ich... Komm raus, Lily. Du musst dich nicht verstecken. Komm zu Mama, Lily. Ich beschütze dich. Myra. Verschwinde! Du kriegst sie nicht! Myra? Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Kidman. Sie wusste von Myra. Was ist das? Wo ist der Spiegel? Thank you.
Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Ach du Scheiße. Bei lebendigem Leib verbrannt.
Die kann ich wohl benutzen,